Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, zurück aus dem Urlaub und weiter geht's. Back to Business. Heute schauen wir uns mal einen mechanischen Akkuträger an, und zwar den Spanner Mod. Der kommt aus Russland. Also mit der erste Mod, den ich aus Russland habe. Wir haben natürlich von zwei Mester schon Geräte gehabt, die so in Russland designt wurden und in Deutschland produziert. Aber das ist so das erste Gerät aus diesem Kulturkreis, was hier bei mir eingetroffen ist. Hergestellt wurde das Ganze von WEG Mechanics. Die sind der russische Hersteller, sag ich mal, der dahinter steckt. Und es gibt einen YouTuber, der sich da natürlich auch ja, so ein bisschen mit verewigt hat. Das ist der Musket Vape. Das ist ein russischer YouTuber. Ich selber kenne ihn noch nicht. Er scheint dort halt wohl relativ erfolgreich unterwegs zu sein. Und ja, man hat ihn dann wohl gefragt, ob er da mitarbeiten möchte an einem Projekt, und hat seinen Namen hier so ein bisschen vorhergegeben. Und das ist das Ganze, was dabei rausgekommen ist. Wir gehen jetzt mal runter in die Detailansicht, dann schauen wir uns mal an, was kommt da alles mit. Ja, und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Dampfmechanisch-Test und ja, natürlich noch ein paar Sicherheitsbemerkungen, was mechanische Akkuträger und Hybridanschlüsse betrifft. Also, auch heute wieder dranbleiben. Mein Finger ist kaputt. Dranbleiben. Dranbleiben. Spannend. Gut, kommen wir wie immer natürlich erst zur Verpackung. Hier haben wir die Verpackung des Spannermods. Das Ganze kommt hier in so einem großen Papptube. Wir sehen auch direkt hier drauf, wer hat den Akkuträger ja, mitentwickelt. Das ist in diesem Fall ein Musket Vape. Wird euch wahrscheinlich nicht so bekannt vorkommen. Wir gucken gerne deutsche und englische YouTuber vielleicht. Aber das ist nun mal ein Russe, und in russischen Sprache können die wenigsten von uns. Von daher, aber er ist, sag ich mal, mit einer der großen YouTuber, die in Russland schon seit langem auch ihre Videos machen. Russland hat auch eine sehr, sehr große und ausgeprägte Webkultur. Ja, und das ist der Mann, der das dort entsprechend näher bringt. Das Ganze nennt sich Spanner Mod. Das ist natürlich auch nochmal irgendwo entsprechend verewigt. Wir sehen hier auch nochmal Web Mechanic. Das sind die, die das Ganze vertreiben. Die machen schon länger Mods und Akkuträger, und die haben in Zusammenarbeit mit Meskit das Gerät hier entworfen und gebaut. Auf der Rückseite unten ist nichts, und obendrauf sehen wir nochmal, ja, in welcher Farbe kommt das Ding daher. In diesem Fall ist das schwarz, und wir sehen die Seriennummer, die 296, die steht ja auch nochmal oben auf dem Gerät drauf. Wenn wir das Ganze hier aufmachen, sehen wir hier im Inneren unseren Akkuträger, innen Schaumstoff entsprechend drin. Ich drehe das Ganze einfach mal um, dann sollte der da rausfallen. Dann wollen wir uns die Tube natürlich mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Ich drehe die erstmal für euch. Wir haben hier Webmechanic-mäßig ganz viele Zahnräder. Ist so ein bisschen, ja, Steampunk-Style, so würde ich sagen, von der Optik her, aber auch ein bisschen moderner. Das Ganze ist auch so ein bisschen eingefräst. Das ist jetzt nur nicht nur ein Aufdruck, sondern es ist eine Tiefenlaserung, die auch nochmal mit der Farbe entsprechend bearbeitet wurde. Sehr schön. Die Oberfläche ansonsten wirkt sehr, ja, regelmäßig. Hier sind keine irgendwie Kanten, Ecken, sonstiges dran. Sehr schön lackiert. Sehr dicke Lackierung, wie wir hier unten auch sehen. Und ja, das passt soweit. Im oberen Bereich finden wir natürlich unseren 510-Anschluss. Das ist in diesem Fall ein Hybridanschluss, der einfach als Gewinde ausgeführt ist. Web Mechanic steht hier oben. Davon sehen wir beim Dampfen nicht viel, aber es macht zumindest mal einen wertigen Eindruck. Ist alles sehr gut gefertigt. Wenn wir hier mal von der Seite drauf schauen, sehen wir jetzt hier so ein bisschen die Tiefenprägung auch. Also das Ganze ist eigentlich recht hübsch gemacht. Auch das Web Mechanic ist wieder nicht nur aufgedruckt, sondern ist auch so ein bisschen eingefräst hier und wirkt sehr wertig. Im unteren Bereich finden wir natürlich unseren Schalter. Der ist auch nochmal geprägt. Masked Vape. Spender steht da. Wir haben hier unseren Taster. Der ist relativ feste. Kommen wir aber auch gleich nochmal im Detail zu. Und kann natürlich hier unten rausgeschraubt werden. Hier hört man schon mal nichts. Das zeigt, wir haben hier ein sehr, sehr gut laufendes Gewinde. Ja, also das ist wirklich butterweich. Und dann kommt unsere Tastereinheit hier auch schon zum Vorschein. Das Ganze ist made in Russia, also wird es natürlich auch drauf gedruckt. Wir sehen die Seriennummer. Der Kontakt hier oben entsprechend ist versilbert und ist das, was mit unserer Batterienkontakt ist. Das Ganze ist hier nochmal gefedert, also der ganze Bereich, um ja, Akkulänge entsprechend auszugleichen. Das heißt, egal was für ein Akku jetzt hier einlegt, was für ein 18650er,
Das Teil hier sorgt natürlich nochmal von der Seite dazu oder dafür, dass der Akku entsprechend auch immer fest eingespannt ist. Das ist auch so feste, dass ich mal sage, dass der Akku nicht anfängt zu wackeln, wenn der im Gerät ist. Also sobald ich das hier unten reingeschraubt habe, habe ich nicht nur Kontakt, sondern auch die Batterie ist entsprechend fixiert. Das ist die ganze Tasteinheit. Wir haben hier das externe Entgasungsloch natürlich noch, falls was mit dem Akku passiert, dass da die Luft austreten kann. Und hier im inneren Bereich haben wir auch dieses Loch. Darüber kann halt dann, wenn ein Überdruck entsteht, in der Tube das Ganze entweichen. Dieser Taster lässt sich natürlich noch weiter zerlegen. Ich kann hier diesen oberen Bereich abschrauben. Das ist aus wie eine Kappe. Kann ich das Ganze hier auseinandernehmen. Und dann sieht man auch so ein bisschen, wie der gefertigt ist. Wir haben ja unseren Kontaktbereich im oberen und im unteren Bereich den Taster. Und das sind die beiden Hälften. Das ist wieder alles versilbert hier, die dann entsprechend zusammenfinden und den Kontakt herstellen. Zum einen drückt das Ganze hier die Einheit noch so ein bisschen nach unten durch den Akku in der Regel. Und wenn wir den Taster dann reindrücken, dann berühren sich, ich nehme es mal eben auseinander, jeweils hier diese beiden Hälften und stellen Kontakt her. Wir sehen hier, haben auch schon so ein paar Kontaktbrände, also ganz ohne ist das nicht. Das zeigt immer das, was halt mechanische Akkuträger so ein bisschen ausmacht. Da muss man ab und zu ran und muss die entsprechend auch wieder sauber machen. Also hier sehen wir es nochmal im Inneren des Schalters. Da entsprechend hat sich schon eine kleine Lötstelle gebildet und selbiges findet sich natürlich auf der anderen Seite hier auch wieder. Da muss man ab und zu dran und muss das wieder polieren, weil hier natürlich dann Übergangswiderstände wiederum entstehen, die dafür sorgen, dass ja, der Kontakt nicht so ist, wie man sich das wünscht. Aber einmal kurz drüber polieren und dann ist das wieder alles wie neu. Das ist soweit normal und ja, macht so das mechanische Dämpfen auch so ein bisschen aus. Da wir einen Gramm auseinander haben, mache ich das mal eben. Ich habe hier mein Never Dull für solche Geschichten. Einfach mal mit der Watte da kurz rein. Mal ein bisschen hin und her reiben über den Kontakt. Reicht in der Regel. Muss man so alle paar Wochen mal machen. Je nachdem natürlich, wie häufig man das Ganze benutzt. Dann macht man das natürlich auch wieder sauber, wenn man sonst dann einen Schmierfilm drauf hat. Und selbiges machen wir dann auch mal hier bei dem anderen Kontakt. Und glänzen wieder so ein bisschen. Aber die Versilberung leidet natürlich mit der Zeit auch so ein bisschen. Wir sehen das, also ganz verschwinden tun diese Kontaktbrände hier nicht. Aber das ist jetzt dann nur, dass die Versilberung ab ist und darunter das Untermaterial so ein bisschen natürlich zum Vorschein kommt. Gut, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ne, Kontakteinheit rein, Feder oben drauf. Das Ganze kommt ins Housing rein. Dann sitzt das Ganze wieder soweit. Und dann können wir das auch hier wieder verschließen. Feder hat einen relativ starken Druck. Und dann ist der Taster soweit wieder funktionsfähig und zusammengebaut und blinkt auch wieder ein bisschen mehr. So sollte das Ganze dann auch wieder für euch passen. Ganz vergessen natürlich hier, wenn man das Ganze aufschraubt, findet man dann drin natürlich auch noch die Anleitung vom Spanner V1. In der wird euch natürlich auch nochmal gezeigt, wie das Gerät aufgebaut ist und wie das Ganze funktioniert. Hier unten ist auch nochmal der Taster entsprechend erklärt, wo die Batterie einzulegen ist und wo der Connector ist. Wir finden hier auch nochmal die Bemaßung. Wir haben eine Länge von 92 mm, einen Durchmesser von 24 mm. Und ja, das Ganze wiegt 153 Gramm, ist aus Kupfer gefertigt und die Side-Depth oder die Dicke ist 2,65 mm. Des Weiteren folgen dann noch so ein paar Sicherheitshinweise, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, wie man mit mechanischen Mods umzugehen hat, im Speziellen mit solchen Hybridadaptern und was das Ganze heißt. Die ganzen Kontaktflächen hier, die wir natürlich haben, also das Gewinde selber ist natürlich auch eine Kontaktfläche, was hier reinfällt. Alles das sind Geschichten, die ab und zu natürlich reinigen solltet oder müsst. Die Gewinde kriegen so ein bisschen ja, Belag natürlich durch die Reibung, die entsteht, wenn ich jetzt hier meine Taste ein- oder ausschraube. Also beim Batteriewechsel kann sich hier mal so ein bisschen Schmutz und sowas in den Gewinden selber natürlich ablagern. Die sollte man also entsprechend ab und zu reinigen. Und ja, das 15er Gewinde da oben ist natürlich relativ unempfindlich, sollte aber auch ab und zu von innen natürlich gereinigt werden. Weil da natürlich auch sich ein bisschen Schmutz ansammeln kann. Ansonsten ist so ein Hybridanschluss natürlich immer sehr gut, weil der Kontakt findet halt direkt durch den Verdampfer auf eurem Akku statt. Das heißt, ihr habt nicht nochmal einen Übergangswiderstand zwischen einem Pin, der hier drin sitzt, und einem Kontakt, der die Batterie unten berührt, sondern sitzt halt direkt oben drauf. Birgt natürlich aber auch ein großes Risiko, weil hier können natürlich Kurzschlüsse entstehen.
die im ersten Moment sich erstmal noch nicht auswirken, sondern erst wenn ihr den Knopf drückt, werdet ihr merken, dass der heiß wird, weil dann hier entsprechend vielleicht eine Verbindung geschaffen wird. Oder wenn es ganz doof läuft und ihr habt einen Akku, der hat eine beschädigte Isolierung, dann kann es natürlich passieren, dass hier ein Kontakt schon beim Zusammenschrauben oder Aufschrauben des Verdampfers entsteht und ja, es dann zu einem Unfall oder einer Entgasung des Akkus kommt. Deswegen ganz wichtig natürlich, dass wir hier auch Entgasungslöcher haben, die sind vorhanden, aber das ist natürlich erstmal wichtig. Wir haben hier keine Elektronik in dem Gerät, das heißt, wenn ich hier einen Kurzschluss baue, kann der dazu führen, dass der Akku im schlimmsten Fall halt entgast und das ganze Gerät hier sehr heiß wird und unten Gas austritt. Also da muss man immer vorsichtig sein, man sollte wissen, was man tut, was Akkusicherheit bedeutet und man muss natürlich auch die richtigen Akkus verwenden für die Settings, die man oben drauf schraubt. Also wenn ich jetzt hier einen sehr, sehr niedrigen Widerstand drauf schraube und dadurch sehr hohe Ströme fließen, muss ich natürlich dafür sorgen, dass der Akku, der im Inneren eingebaut ist, das Ganze auch liefern kann. Gut. Ja, wir haben uns den Tastenmaus in der Nähe angesehen. Jetzt schrauben wir natürlich noch mal ein paar Verdampfer drauf. Ich nehme einfach hier mal meinen Toll in Gold, weil der einfach sehr gut dazu passt. Zeige ich natürlich auch gleich noch mal im Großen. Ich finde, das ergibt eine sehr stimmige Kombi. Die ist sehr kurz, sie ist sehr prägnant und ja, das Ganze sieht sehr schön aus. Oder zum Beispiel die Pro von CoilArt. Der passt natürlich dann farblich auch ganz gut dazu. Dann habe ich auch eine schöne kurze Kombi mit einem Tröpfler. Bei beiden, wie gesagt, aufpassen, ne, dass der Pin hier in der Mitte weit nach oben steht. Wenn die komplett flach sind hier und eine Einheit bieten, dann kann es halt passieren, dass ich hier über diesen Weg zwischen Masse und Plus halt einen Kurzschluss baue. Und ja, das wäre dann nicht schön. Gut, Akku einlegen an sich. Kann man nicht viel zu sagen. Akku reinschieben, das Ganze zuschrauben. Wir müssen jetzt hier nichts justieren oder anpassen. Dadurch, dass wir hier, ich sag mal, diesen Ausgleich haben durch den Pin in der Mitte, sitzt das Ganze sofort direkt und ja, wir haben keinen Stress und ist sofort Kontakt da und lässt sich feuern. Gut, dann gehen wir aber auch mal nach oben und kommen mal so langsam zum Fazit. So, da bin ich wieder, Leute. Wir haben das Gerät nochmal mit dem Tröpfler oben drauf. Das ist der Deep Pro von CoilArt. Finde ich auch eine sehr stimmige Kombi, vor allem weil es halt ganz in Schwarz ist. Der Deep Pro ist von der Oberfläche ähnlich wie der Mod selber. Und daraus hat man sowas wie ja, wirklich einen Hybrid-Mod aus der ganzen Geschichte. Gut, kommen wir mal zu den einzelnen Eigenschaften des Gerätes. Fangen wir mal bei den Verarbeitungskriterien an. Einmal natürlich die Oberfläche. Sieht sehr wertig aus. Das Gerät ist sowieso schwer. Von daher haben wir auch relativ dicken Lack ist hier aufgetragen, der das Ganze auch nochmal so ja, gut erscheinen lässt. Wir haben hier diese Laserung, diese Tiefenprägung, die auch sehr wertig aussieht. Vor allem ist sie nicht nur irgendwie draufgedruckt, sondern das ist wirklich mit Tiefe hier drin, wahrscheinlich rausgelasert oder so. Wir haben hier unten einen Taster, der sehr zuverlässig funktioniert. Er braucht einen relativ festen Druck. Hat natürlich, man muss ein bisschen fester drücken. Das hat aber auch natürlich den Vorteil, der wird nicht von selber auslösen und er muss natürlich auch relativ tief rein, damit er erstmal feuert. Ihr werdet wahrscheinlich nicht den in der Hosentasche oder so, wenn ihr ihn befördert, das Problem haben, dass der von alleine losleckt oder so. Wir haben hier oben einen Hybridanschluss, der funktioniert natürlich sehr gut, weil er einen niedrigen Voltdrop hat, hat aber auch den Nachteil wiederum, dass man aufpassen muss bei den Verdampfern, die man verwendet, dass der 15er, der Pluspol, so lang ist, dass er übersteht und wir nicht eine plane Fläche am Kontakt haben, weil sonst hier natürlich das Risiko besteht, dass wir einen Kurzschluss erzeugen, allein schon dadurch, dass wir den Verdampfer aufschrauben. Wir haben natürlich auch keine Sicherheitselektronik oder irgend sowas hier drin, deswegen müsst ihr aufpassen, wenn ihr so ein Gerät verwendet. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Ihr müsst A, Akkus verwenden, die diese Last halten können, also die entsprechende Ampere-Leistung liefern können, die ihr über eure Wicklung da oben rausholt. Ihr müsst ja, dafür sorgen, dass hier nirgendwo Kurzschlüsse oder irgendwas entstehen und ihr müsst gucken, wie lange ihr dampft, weil irgendwann ist der Akku leer und man hat natürlich immer die Gefahr der Tiefenentladung, wenn man das Gerät dann zu lange benutzt. Alles Sachen, die Leute, die schon länger mechanisch dampfen, natürlich kennen und wissen, wie das ist. Wenn man damit einsteigt, sollte man solche Dinge halt vorher wissen. Nicht, wenn irgendwann nichts mehr kommt, ist der Akku leer, sondern schon weit vorher. Wir haben aber auf jeden Fall ein gut verarbeitetes Gerät. Die Gewinde sind 1A. Also wenn ich jetzt hier den Taster rausschraube, da quietscht nichts oder so, das Gewinde wackelt aber auch nicht. Und
Sieht sauber verarbeitet aus. Da ist keine scharfen Kanten und nichts dran. Also da kommt zumindest, das ist schon mal gute Qualität aus Russland. Der Taster funktioniert sehr gut. Wir haben einen automatischen Ausgleich. Je nachdem, wie lang der Akku ist, ob er Nuppel hat oder nicht, egal. Weil hier dieses Kunststoffteil, was hier ist, natürlich einen Ausgleich schafft und einen Längenunterschied bei verschiedenen Akkus somit automatisch ja, kein Problem ist. Des Weiteren ist es aber auch so, dass diese Feder fest genug ist, wenn ich das jetzt hier zudrehe, dass hier nichts drin wackelt oder so. Weil sowas nervt. Wenn ich einen kleinen mechanischen Mod habe und ich habe einen Akku da drin, der da hin und her wackelt, ist erstmal da ein Anzeichen dafür, dass die Kontakte nicht richtig zusammen sind und wir da keinen festen Anpressdruck haben. Und es ist natürlich unangenehm. Haben wir hier nicht. Der Akku hat zwar so ein bisschen Spiel, wenn ich ihn einlege, das merke ich. Aber sobald ich jetzt hier den Taster reinschraube, ist das Ganze fixiert und ist fest. Also von der technischen Seite her sauber umgesetzt, kann man nichts sagen. Wir haben gesehen, natürlich ab und zu haben wir einen gewissen Wartungsaufwand. Die Taster müssen gereinigt werden. Das hat man bei anderen Akkuträgern auch. Wir sehen, dass die Versilberung dort natürlich irgendwann dann ein bisschen nachlässt. Das ist nur eine sehr dünne Schicht, die da aufgetragen wurde. Und ja, da muss man ab und zu mal dran, muss das wieder ein bisschen polieren und muss diese Kontaktbrände einfach entfernen. Und dann ist man da vom Widerstand wieder auf dem, wie er halt im Auslieferungszustand ist. Also alles in allem haben sie einen guten Job gemacht. Ich kenne weder den YouTuber noch kannte ich bisher den Hersteller, aber die stehen jetzt den anderen Mech-Mods, die ich bisher so gehabt habe, in der Fertigungsqualität und der Durchführung nichts nach. Der Taster ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Mit das Wichtigste immer bei einem Mech-Mod für mich, dass er zuverlässig funktioniert, dass er nicht hakelt oder so. Und das konnte ich bei meinen Tests nicht feststellen. Wir haben auch Entgasungslöcher, die dafür sorgen, dass wenn irgendwas schief geht, ja, dass da irgendwann irgendwo auch das Gas entweichen kann. Also von daher, ne, hat er erstmal alle Tests bestanden hier und ja, ich bin mal gespannt, wie er mich weiter begleiten wird, auch wie die Oberfläche bleibt, ob die irgendwann verkratzt oder so. Aber bisher, ich hatte ihn jetzt auch schon ein paar Mal in der Tasche mit dabei, sehe ich hier noch nichts und ja, sieht noch aus wie neu. Für mich finde ich ein schönes Gerät. Gut, das wäre es aber auch heute von mir zu diesem Gerät. Ich werde das mal mit Webmechanics weiter verfolgen und wird auch mal in ein paar von diesen Videos hier reinschauen von dem Kollegen, auch wenn ich nichts verstehe, einfach mal zu schauen, wie die Russen so ticken. Die haben halt auch eine relativ ausgeprägte Dampferkultur da drüben mit einigen Geräten, die wir hier vielleicht noch gar nicht kennen. Und von daher ist es vielleicht mal ganz interessant, auch mal so ein bisschen reinzuschauen, reinzuschnuppern. Und vielleicht gibt es auch noch andere Geräte, die vielleicht interessant sein können, sie mal hier auf unserem deutschen europäischen Markt vorzustellen. Gut, das wäre es aber auch von mir heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Informationen liefern. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über den Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abonnenten seid, geht gerne auf Abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es von mir was Neues gibt. Und ich sage bis die Tage. Tschüss, eure Dampfwolke.